Hi Lokos! Willkommen Freunde zu einem neuen gruseligen Video. Warum ist das Video gruselig? Ich habe heute das erste Mal ein Ouija-Brett in meiner Hand. Ein echtes! Für die Leute, die nicht wissen, was ein Ouija-Brett ist, das Ouija betrachten Anhänger des Spiritismus als ein Hilfsmittel, um mit Geistwesen in Kontakt zu treten. Weitere Bezeichnungen sind Alphabettafel, Hexenbrett, Witchboard oder Seelenschreiber. Also viele Leute gehen davon aus, dass dieses Ding hier wirklich funktioniert. Und ich werde das Ding nicht einfach nur so probieren, sondern ich werde an einen Ort gehen, wo es von Geistern wimmeln müsste. Und das ist eine Hexenburg, die zufällig in der Nähe von Paderborn ist. Wir werden uns heute nämlich auf den Weg begeben zur Burg Ringelstein in Haar. Und diese Burg ist auch bekannt als der Hexenkeller. Digga, das ist... Bruder, ich hab schon wieder Gänsehaut. Oh Mann. Und das Ding ist, diesmal werden wir auch alleine dahin fahren. Nicht so wie letztes Mal, als wir noch Michael und Rohat dabei hatten. Und für die, die letztes Mal nicht reingeschaut haben, wir haben eine Hexe. Beziehungsweise keine Hexe, aber wir haben irgendwas Weißes im Hintergrund gesehen. Und wir waren im Wald der weißen Frau. Und ich schwöre auf alles, ich kann nur zu euch reden. Ich kann euch versichern, dass das nicht bearbeitet ist. Aber Justin blendet es einmal ein. Man hat irgendwas Weißes im Hintergrund gesehen und das vergesse ich bis heute nicht. Nicht zufällig trägt die Burg Ringelstein in Hart bei Büren auch den Namen Hexenkeller. Vor allem im 17. Jahrhundert war die heutige Burgruine als Gerichtsstätte zahlreicher Hexenprozesse bekannt. Das heißt, Hexen wurden getötet, Gericht war an dieser Burg und sie wurden auch dort erhängt oder halt das, was man mit Hexen gemacht hat. Ich weiß, verbrannt. Stimmt, verbrannt. Und wir werden uns heute allein dahin begeben. Nur der Kameramann und ich. Nur zwei einsame Jungs, die sich auf den Weg machen zu einem Hexenkeller in der Nähe von Paderborn. Ich scheiß mir ehrlich in die Hosen. Hast du Angst? Sei ehrlich, Kameramann. Bisschen. Hast du Pizza bestellt? Mhm. Wer ist das? Hä, ich erwarte keinen. Keiner hat geschrieben. Hä? Oh mein Gott! Hallo Ahmed. Was machst du hier, Dennis? Deine Mom so, ich darf mit euch kommen. Ihr geht irgendwo hin? Bruder, meine Mutter holt meinen kleinen Cousin hier hin. Ja, komm. Ja. Weißt du, wohin wir gehen? Komm erstmal rein, Nein, nein, könnt ihr nicht. Wir werden heute... Warum guckst du so? Kennst du Ouija-Brett? Nein, was ist das? Was? Ist das so Dings da? Ich zeig dir das kurz, Digga. So, er weiß nicht, was er hier macht, Digga. Das ist das Ding. Ist das Wasabi zum Essen? Nein. Das ist nicht chinesisch. Was ist das? Okay, das hier benutzt du, um Geister... Hey, doch, doch! Hey, Gott, Herr Dennis! Herr, halt auf, du musst! Ey, nicht mein Geister! Also, ey, nicht mein Geister, Digga! Du hast noch gar nicht zu Ende gehört. Es wird noch besser. Ist nicht so schlimm? Setz dich kurz hin. Du musst mir jetzt aber versprechen, dass du mitkommst. Also ist es schlimm. Es kommt eine Verbesserung. Ich lasse dich nicht hängen, aber ich weiß es noch nicht. Es kommt ein Vorteil, guck mal, und er lässt dich nicht hängen. Das ist ein guter Cousin. Okay, wir machen das zwar und damit ermitteln wir die Geister um uns herum, aber wir werden... Aber hier so im Raum? Nein. Wir werden das an einer Hexenburg machen, wo viele Hexen getötet wurden. Ey, ich küsse dein Herz, nein. Ich will nicht. Ey Jungs, ich will nicht. Du musst, hast du schon gesagt. Bei Gott, könnt ihr alleine gehen? Ich hab dir doch gesagt, das ist eine Verbesserung. Sind da echte Hexen? Nein, da wurden Hexen getötet und da sind dann wahrscheinlich tote Hexen, mit denen man reden kann. Und wir haben noch ein paar andere Sachen. Sind deren Cousins, Abis oder so noch da? Nein, Junge. Und wo ist die Verbesserung da? Du kannst hier was zu trinken nehmen, was du willst. Für die Autofahrt. Denn es geht jetzt los. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und checkt auch meinen Cousin ab. Ich habe Todesangst, bei Gott. Ihr müsst wissen, ich habe Todesangst und ich bin so ein Verschwörungstheoretiker. Ich kann sowas nicht ab. Wisst ihr, was das Problem ist? Der Kameramann meinte eben gerade auch, dass das alles wahr ist. Und der Kameramann glaubt 100% daran. Ich sag dir ehrlich, ich glaube ein bisschen an Geister, aber ich glaube nicht, dass wir hier mit irgendwas... Mal gucken. Ehrlicher Test heute. Ehrlicher Test. Es wird schlimm. Es wird hart. Bei Gott, es wird hart. Ich sage, mein Gefühl wird... Also mein Gefühl gerade war noch komplett lustig und jetzt habe ich ein bisschen Pipi in Hose. Es wird einfach immer ernster, ne? Ich glaube, wenn wir da sind, dann haben wir Angst. Also jetzt gerade geht's ja noch. Ins Auto gehen, dahin fahren wird easy, aussteigen wird schwer, sage ich. Das ist wie ein Vokabeltest, bei Gott. In der Schule damals, kurz vor Vokabeltest, man dachte sich so easy, wenn man da ist, man ist am Arsch. Egal, jetzt zieh das durch. Jungs, seid ihr ready? Nein. Nein. Thomas wollte was sagen, sag Thomas. Aber scheiß nicht rein. Nein, scheiß nicht rein. Ich habe mich heute so ein bisschen informiert, ein paar Storys mir reingezogen damit. Okay. Und was soll ich sagen? Ich will gleich von euch vollen Fokus haben. Ich will, dass ihr das ernst nimmt, weil es gibt Geschichten, real Story,
dass wirklich man ein paar Fragen beantwortet bekommen hat von den Geistern. Also auf Ernst. Auf Ernst. Ich weiß, auf Ernst. Das wird Conjuring 4 werden. Weißt du, was das Problem ist? Mhm. Wenn wir das gleich machen und das Ding bewegt sich, ne, und wir halten das beide fest. Ich renn weg. Nein. Ich würde denken, du machst das. Nein. Ohne Pusten. Ja, ohne Bewegen auch. Ohne Bewegen und ohne Pusten. Das Ding ist, weil sonst, ich würde glauben, du bewegst das einfach. Seit dem letzten Video glaube ich auch an Geisterchat, ich bin ernst. Ich glaube auch ein bisschen an Geister. Einmal, ich habe gepennt, ne? Warte, jeder muss eine Gruselgeschichte erzählen. Aber was real ist? Einmal, ich war am Pennen, ne? Es war 2-3 Uhr morgens und ich habe die ganze Zeit Blähung gehabt. Ich muss, hab gefurzt. Was ist daran gruselig? Ja, jetzt kommt doch das Gruselige. Ich bin kacken gegangen, ne? Ich musste durch den Flur gehen. Bei Gott, ich sehe rechts einen Mann. So, ihr denkt, Junge, ihr denkt, ich fake. Sag einfach. Da war ein Mann, er ist an mir vorbeigelaufen. Aber rechts, so nicht an mir vorbei, sondern rechts. Auf alles und seitdem glaube ich so ein bisschen an sowas. Ich sag euch ehrlich. Du hast einfach einen Mann gesehen. Ich habe so ein Schatten war das, checkt ihr? Aber dann war das vielleicht auch einfach nur ein Schatten. Ich war alleine zu Hause. Ganz alleine. Dann war das vielleicht ein Einbrecher. Aber ich sag dir ehrlich, guck mal. Ich glaube, es ist menschlich, dass man. Der erste Gedanke ist immer entweder fake oder das muss was anderes gewesen sein. Ja. Aber seitdem ich diesen Clip, also ich hatte das auch das erste Mal gerade erzählt. Seitdem ich das erlebt habe und im Clip zu sehen war, dass wirklich eine weiße Gestalt hinter uns war, glaube ich auch daran, weil ich bin jede Möglichkeit durchgegangen, was es anderes hätte gewesen sein können. Und es gab keine Möglichkeit, die vernünftig war. Außer, dass da etwas war, das weiß ist. Und wir waren in dem Wald der weißen Frau. Bruder, also... Aber man muss auch fairerweise sagen, es gibt auch gute Geister. Das heißt, wir können dort auch gute Geister treffen. Sobald man dran glaubt, gibt es auch gute Geister. Ich werde zum Beispiel denken, dass die mir Takis bringen oder so, bei Gott. Und dann schreibt man, kommt ein Geist, der bringt mir Takis. Der Junge Dennis, der bringt dir keine Takis. Voila, kann sein. Nein, kann nicht sein. Ein Geist weiß nicht mal, was Takis ist. Woher soll er Takis haben? Denkst du, er geht zu irgendeinem Sweet Candy Shop und holt dir Takis? Bist du dumm? Und sollen wir dann selbst, wenn er Takis bringen will? Sollen wir 4 Stunden warten, bis er bei einem Candy Shop ist und wieder zurückkommt? Es bringt dir keiner Takis. Du kannst Takis bei mir essen später. Tschüss. Ja, okay. Ja, wir sind jetzt gerade von der Straße runtergefahren, ne? Es sieht respektvoll aus. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ey, es sieht so gruselig aus. Guck mal, es hat noch gar nichts mit dieser Burg zu tun. Einfach nur Wiesen auf Wiesen auf Wiesen. Du siehst nur Rasen. Ich piss mich schon in die Hose. Digga, ich hab Angst im Dunkeln, ne? Und wenn ich das sehe... Ich krieg so The Walking Dead Vibes. Das sieht echt respektlos aus, muss ich sagen. Wallah, hier ist echt. Und jetzt müssen wir hier so durch so eine Landschaft fahren. Es ist mitten im Nichts, ne? Ja. Stell dir mal vor, es passiert was und wir rufen die Feuerwehr. Ja. Wie lange würden die brauchen? Was schätzt ihr? Warum würdest du die Feuerwehr rufen? Wen ruft man bei sowas? Wenn irgendwas Schlimmes passiert, würdest du direkt Ghostbusters eigentlich, aber die gibt's nicht in echt. Feuerwehr, aber wir brauchen die 15 Minuten, bis dann sind wir tot. Können Geister überhaupt einen töten oder nur erschrecken? Ich weiß nicht. Wissen wir, ich habe halt nie einen Geist so. Face to face getroffen. Ach Digga, wir machen uns glaube ich zu viele Gedanken. Los geht's. Es gibt einen in Amerika, der ist in dieses Insidious Haus gegangen, wo wirklich diese Sachen passiert sind mit den Toten und so. Wisst ihr, was passiert? Ja, so kleine Sachen. Aber das war auch so interessant, ne? Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare ein paar Orte, die wir in Deutschland unbedingt abchecken müssen, die wirklich krasse Geschichten haben. Stellt euch mal vor, jemand gibt euch 1 Million Euro, aber, nee, 50.000 Euro, du musst da eine Nacht alleine schlafen, ohne niemanden, im Hexenhaus, wo wir gleich sind, wo es gruselig wird. Würdest du machen? Ja, für 50.000 Euro. Ich würde einfach so mit meiner Perle telefonieren. Darfst du nicht. Ohne Perle? Ohne Handy. Nein. Mike, oh mein Gott, wie sieht's hier aus? Ich weiß nicht, ob man... Ja, es sieht so gruselig aus, ne? Es sieht so aus wie so ein Clip, als wenn jetzt irgendwer auf uns zulaufen würde und sagen würde, nimm mich mit, bitte nimm mich mit. Schnicken bis 1, Verlierer läuft in die Dunkelheit rein. Schnicken bis 1, let's go. Nimm du Stein. Bis drei. Nimm du Stein, ich nehm Schere. Bis drei. Meinst du gerade ernst? Ja. Schink, schank, schnuck. Warte, wir haben es 3 gesagt. Schink, schank, schnuck. Ja, 1-1. Schink, schank, schnuck. Ja! Okay, 2-1. Ich kann jetzt gewinnen. Überleg gut. Verlierer muss alleine da lang gehen, in die Dunkelheit rein. Aber du holst mich dann wieder ab, wenn ich verliere. Ja. Ich habe 2-mal Stein genommen. Überleg jetzt gut, was ich als drittes nehme. Du nimmst Schere. 2-2! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. soll ich nicht gehen, lieber? Ich gehe. Sicher? Yeah. Oh mein Gott. Aber Auto muss vorfahren. Wie? Das Auto muss ja vorfahren. Ich komme wieder zurück. Ich mache mich jetzt auf. Er hat schon miese Angst, der Arme. Guck mal, sein Po ist nass. Ich glaube, sein Arsch schwitzt. Ja, mein Cousin hat das Auto einfach nicht anbekommen. Der Typ, Mann. Oh.
mein Gott, seht ihr das da hinten? Das sieht ein bisschen so aus wie dieser Bus aus Chiros Reise ins Zauberland. Dieser Katzenbus. Das sah ein bisschen so aus von der Struktur. Vielleicht ist der es. Kann sein. Eine Ewigkeit später. Na, er ist da. Hamid! Komm! Ich krieg die Scheißkiste nicht an. Ich ruf ihn an. Wie geht das Auto an? Digga, ich komme jetzt einfach. Scheiß drauf. Wie geht die Crackkiste an? Ich komm grad zurück, Digga. Scheiß drauf. Okay. Wechsel den Platz, da kommt auch irgendein Auto hinter uns. Niemals. Ich hab Angst, Digga. Ich hab Pipi gemacht, Digga. Ich komm jetzt wieder. Okay, ciao. Okay, ich komm. Ciao. Okay, lass... Oh, scheiße. Das Problem ist, wenn ich mich erschrecke, muss ich immer gleichzeitig furzen. Das ist ehrlich ein Problem. Ich finde das nicht lustig. Ich schäme mich dafür. Stell dir mal vor, er erschreckt mich so, ich kack mich auf einmal ein, Digga. Ist er das? Okay, er ist das. Ja, Mann, Digga! Digga, er hat mich auseinandergenommen. Wo warst du? Ist er tot? Mich ab! Ich dachte, er holt mich ab! Das sieht schon extrem gruselig aus. Ja. Ihr seid solche Scheißmenschen, Digga. Wie war's da hinten, bevor wir da reingehen? Wie war's da? Nicht nice, Bruder, aber das Ding ist, es ging noch. Du hast halt das Licht von links. Dieses Auto geht nicht an. Es ist kaputt. Wie geht das? Hä, wie hast du es gemacht? Bremse vorher drücken. Und reindrücken? Nein, zur Seite. Wie ein Schlüssel. Nach links. Rechts. Hab ich gemacht, es ging nicht. Hat er gemacht, Chad. Porsche ist schuld. Boah. Digga, ich bin gestorben. Vor Kälte aber auch. Ey, ist es schlimm? Ich sag ehrlich, mit Angst geht wegen den Lichtern hier links. Aber die sind gleich, glaube ich, weg. Ey, musst du auch immer furzen, wenn du dich erschreckst? Nein, Pippi. Immer Pippi machen. Deswegen habe ich Pippi gemacht. Ey, Chad, es sind noch 7 Minuten. Ich dachte, wir sind gleich da. Das heißt, wir fahren noch 7 Minuten weiter in den Wald einfach rein. Das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein schwarzes, so eine Höhle. Und wir fahren immer tiefer rein. Und der Weg wird immer gruseliger. Guckt dir das mal an. Stell dir mal vor, gleich kommt so ein Reh und der springt uns einfach ins Auto. Stell dir mal vor, jetzt kommt gleich ein Mensch und er sagt, könnt ihr mich mitnehmen, bitte. Und er sieht richtig gruselig aus, so richtig, Klamotten sind kaputt und er redet so. Könnt ihr mich bitte mitnehmen? Hör mal auf damit, Junge. Ja, was willst du dann machen? Junge, ich würde sagen, bitte, ich habe Angst, entferne dich von mir. Halt Abstand. Ich würde einfach wegfahren, ich würde dir nicht zu Ende zuhören. Kennst du diesen Spruch, halt Abstand, ich fühle mich gemobbt? Nein. 3 Sekunden. Kennst du den, Thomas? Safe. Wenn ein Geist kommt, du könntest auch theoretisch den Move machen, ne? So, aber, hey, stopp, Bruder, ich fühle mich gemobbt. Dein Niveau, mein Niveau, Abstand. Solange der Geist nicht in seinem Leben Streitschlichter war oder so, juckt ihn das nicht. Okay, es wird immer schlimmer, Chat, wir gehen noch tiefer rein. Immerhin sind hier noch Verkehrsschilder. Das gibt so noch so ein bisschen dieses Menschliche. Ja, dass die Lebendigen ja, genau. Sind. Aber jetzt sind die weg. Guck mal, ab jetzt sind die weg. Ja, jetzt sieht es auch hier richtig respektlos aus. Hier ist einfach rechts eine Kirche und wir sind gleich da in einer Minute, ne? Geister, kommt raus! Nein, mach zu! Ich hab keine Angst! Und hier steht einfach Privatweg. Digga, weißt du was, wo mir meine ganze Angst weggehen würde? Ah. Wenn die einfach so einen normalen Parkplatz haben. Stell dir mal vor, Digga, dann ganz normal das Parkplatz, wo da steht, so Parkplatz. Stefan, du musst auf Seitenstraße parken. Ja, angeblich. Oder hier links. Ja. Nee, guck mal, hier ist so ein Bierhaus, oder? Digga, hier kannst du parken. Jetzt hier links rein. Da steht irgendwas. Das ist es! Bruder, das ist das. Das ist doch die Hexe! Das ist das nicht. Thomas, das ist das nicht, oder? Thomas! Doch, das ist das. Das ist das doch nicht. Da geht's los, glaube ich, hier. Ja, da, deswegen ist da hier das Zeichen. Ey, ich will hier weg, Jungs. Bei Gott, ich will hier weg. Oh mein Gott, sieht sie gruselig aus. Oh mein Gott, bei Gott. Guck dir das mal an, Digga. Das ist ein Durchgang. Hier unten ist das. Digga, wir haben hier eine Karte. Und wir haben geguckt. Die Burgruine, film mal ganz nah, ist genau an der Stelle des Falls. Also wir sind genau da. Wir sind genau hier, aber ich sehe nichts. Das heißt, wir müssen ein bisschen uns durchsuchen. Und weißt du, was das Ding ist? Weißt du, was hart ist, Digga? Hart ist das hier. Rebis! Die Stadt hier heißt hart, weißt du? Und jetzt dürft ihr lachen, Leute. Und jetzt dürft ihr lachen. Jetzt müssen wir die Burgruine nur noch finden. Ich glaube, wir gehen mal da lang, weil das ist so ein bisschen ausgeschildert. Das Ding ist, ich sehe gar nichts. Warum ist dein Licht an? Das ist hier. Man sieht das ein bisschen. Man sieht Umrisse von so... Aber das sieht aus wie ein Haus. Warte, wir gehen. Lass mal da lang gehen, Alter. Okay, wir kriegen ein paar Informationen mehr. Das ist einfach ein Vogelhaus. Das ist einfach ein Vogelhaus, das ist keine Information. Fass es an. Wenn du dich traust, du wirst verflucht. Warum sagst du das jetzt? Jetzt traue ich mich nicht. Fass an. Werde ich verflucht? Schnicken bis eins und dann... Nein, ich fasse dich. Nein! Du wirst verflucht! Nein, du hast nicht! Ich hab... Nein, nochmal! Ich schwör... Du hast nicht! Hast du doch, ehrlich?
Du bist verflucht. Fass mich nicht mehr an. Fass mich nicht mehr an. Hör auf, Dennis. Dennis, bleib da. Hör auf. Sicher? Das ist ein Ruin. Siehst du, das ist kein richtiges Haus. Das ist ein Ruin. Was ist eine Ruine? Ein Bestandteil von etwas, was geblieben ist. Das heißt, also dass es Ruine heißt? Ja, oldschool quasi. Stell dir mal vor, 50 Cent ist da drin, er rappt so Oldschool-Lieder und so. Bester Mann. Ist da bestimmt nicht drin, sag ich. Ich sag euch ehrlich, es fühlt sich schon mies schlimm an. So zu wissen, dass hier so, dass es hier lauert oder wimmeln kann, das macht einen schon echt Angst, Mann. Ich finde, das hat so einen richtigen Vibe, wenn man so alte Burgen und sowas sieht, wenn man diese Mauern sieht. Aber wo sind die Geister jetzt? Die sollen ja nicht kommen. Ach so. Burgruine Ringelstein. Die Burg Ringelstein auf dem markanten Bergsporn. Über dem Almetall wurde erstmals 1399 urkundlich erwähnt. Seit 1399 gibt es das da. 1399. Das ist einfach 1000 Jahre alt. Wie, da ist irgendetwas. Das ist so ein... Das Ding ist, ich habe von Weitem so ein Haar gesehen, das ist so eine Mauer. Komm mal mit. Komm mal mit. Ich gehe da nicht rein. Ich gehe da nicht rein. Ich gehe da nicht rein, Digga. Komm, okay, wir gehen jetzt in die Ruinen, die, glaube ich, gar nicht betreten werden eigentlich. Ich hab Angst, Mann. Ich hab Angst. Du gehst vor. Steck, wer vorgeht. Ich hab erstmal geguckt, ob da Stromschlag ist. Steck, wer vorgeht. Steck, steck, steck. Du musst. Du musst dann gleich gehen. Geh vor. Du musst vorgehen. Du musst vorgehen. Hier machen wir das, ne? Hier könnte das sein. Hier ist ein möglicher Platz für so eine Hinrichtung. Also, ich weiß nicht, ob es hier ist, aber es könnte sein. Und wir sind hier zentral, deswegen werden wir das doch nicht innen drin machen, sondern hier. Ich glaube auch nicht, dass in der Burg die Hexen getötet wurden, sondern leicht außerhalb. Hier, so, hier zum Beispiel. Und da konnten die zugucken, bestimmt. Das war so deren Bank. Die Bank wurde später gebaut, Junge. Bist du dumm? Achso, die ist frisch. Jetzt beginnen wir mit dem Ritual. Ich habe Sachen für euch. Okay, gib her. Hast du Sachen mitgenommen? Decke, wofür? Ach, das zum Hinlegen? Tüte. Zum Hinlegen. Okay. Wir können drauf. Weil wir müssen ja das irgendwo machen. Okay, wir haben schon mal die Decke. Mal gucken, was hier noch drin ist. Dennis. Sicher? Warte, Kerzen. Yes no. Okay. Kerzen. Digga, das wird es noch so viel schlimmer machen. Das Ding ist, wir haben so oder so schon Angst. Wer hat die Kerzen mitgenommen? Eine Taschenlampe. Digga, was bringt... Was ist das für eine Taschenlampe? Was soll mir das bringen? Das ist... Wenn ich mit Handy Taschenlampe mache, bringt das mehr. Mein Gott. Guck mal, ich kann es in mein Auge leuchten. Es tut nicht weh. Ich hab gelogen, es tat ehrlich ein bisschen weh. Was? Warum? Oh nein. Warum fühle ich etwas Haariges? Ey, das meinst du nicht ernst. Das meinst du nicht ernst. Boah, die Hexen kommen nur, wenn alles passt. Andersrum. Das musst du anziehen. Es ist noch eins da. Noch eins? Sollen wir die ehrlich anziehen, Digga? Digga. Oh mein Gott. Die Hexen sind sauer. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, wenn wir sowas anziehen würden, wenn wir Hexen rufen, würde das die voll verärgern. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber egal, komm. Sollen wir die anziehen? Ja, komm. Boah, ey, das ist so ein kranker Wind. Warum? Woher kommt der Wind? Der war vorher nicht da. Weil wir weit oben sind, glaube ich. Hallo, ich bin eine Hexe. Oder? Gibt es noch was? Ja, Ouija-Brett. Kerzen, noch mehr die Kerzen. Die werden direkt ausgehen. Wegen dem Wind. Nee, hier unten nicht. Doch, direkt. Wegen dem Windschutz von der Mauer. Es ist 2:04 Uhr morgens. Das muss mir Windschutz geben. Das ist die schlimmste Zeit, so ein Video zu drehen und trotzdem machen wir es. Ich glaube, die Kerze wird gar nicht angehen. Meinst du? Und wenn sie nicht angeht, sind wir am Arsch. Habt ihr das gehört? Hör auf damit, Digga! Ich hab was gehört. Ich schwöre auf alles, ich hab was gehört. Vielleicht war das die Tüte. Die Tüte ist weg. Vielleicht war das die Tüte. Ich hör vor, das geht jetzt so ein Böller-Sound und das ist einfach ein Böller. Ist an. Und ist aus. Nein, ist aus. Das klappt nicht. Klappt nicht? Nee. Digga, das Feuer geht komischerweise direkt aus. Ja, es geht aus. Ey, das heißt, wir müssen ohne Kerzen machen. Ja, ohne Licht. Thomas hat gesagt, wir müssen daran glauben, damit es funktionieren kann. Bist du ready? Okay, wir müssen unsere Hände jetzt hier drauflegen. Ich bin nicht ready. Du musst einfach. Das ist ernst gemeint. Du musst einfach.
Mach deine Hand drauf. Ist hier ein Geist? Nein. Hör auf, Dennis. Ach, du warst das. Ist hier ein Geist? Es tut sich nichts. Meinst du, wir sind nicht zu... Hör mir zu. Ihr guckt rechts, links. Fokussiert euch auf das Ding, Jungs. Fokussiert euch. Macht ein bisschen die Augen zu. Entspannt euch. Okay. Ist hier ein Geist? Hast du einen dicken Gott? Nein! Nein, Dennis! Du ziehst das ins Lächerliche, du musst dich wirklich drauf einlassen. Ist hier ein Geist? Ist hier irgendwo ein Geist? Nein! Hey, hör auf! Mann! Nochmal, ganz ruhig, lass dich drauf ein. Ey, ich würde sagen, wir machen unsere Augen jetzt zu. Ich hab Angst. Wir gehen richtig rein jetzt. Okay. Mach Augen zu. Das Ding muss schön mittig. Hier. Okay, let's go. Mach du. Ist hier irgendwo unter uns ein Wesen? Ist hier eine Gestalt? Wenn du hier bist und uns hörst, gib uns ein Zeichen. Ist hier ein Geist? Boah, das klappt nicht. Hamid, Digga, das hat's bewegt! Nein! Das hat's bewegt, Digga! Bruder, ich schwöre, ich mag sowas gar nicht. Hey, ich bin weg. Ich mach das nicht mehr mit. Ich mach die Kacke nicht mehr mit, hier sind wirklich Geister. Warte, dann lass einmal gucken. Warte, zeig mal, wohin ist das gegangen? Guck, es war auf U! Guck, wo es ist! Es war auf U! Vielleicht war das der Wind, Bill. Ey, das Ding ist, Chat, es kann sehr, sehr gut sein, wenn man daran glaubt, unterbewusst, passiert sowas. Nein, vielleicht war es der Wind einfach. Der Wind ist nicht stärker als meine Kraft. Checkst du? Okay, lass nochmal. Ich muss auch spüren. Komm. Ey, ich will das nicht mehr machen. Ey, das macht mir echt Paranoia bei mir. Ich muss es auch spüren! Wie soll ich heute Abend schlafen, Digga? Ist mir egal, komm jetzt einmal. Ich fass das nicht mehr an. Doch, du musst. Das Ding ist, es kann eigentlich gar nicht der Wind sein. Guck mal, wie schwer das ist, das Ding zu bewegen, weil es komplett nass ist. Das Ding kann man nicht einfach so bewegen. Guck mal, wie das klebt. Ja. Das klebt drin. Wenn ich jetzt meine Hände drauf habe und das bewegen will, da muss ich richtig viel Kraft aufwenden, um das zu bewegen. Guck, hast du gesehen? Guck, ja, bei Gott, guck, es geht nicht. Okay, warte mal. Wir machen es wieder in die Mitte. Können wir von woanders anfangen jetzt? Oder muss es von Mitte sein? Dann lass jetzt Fragen an den Geist stellen. Er hat quasi ja gesagt, wir müssen uns beeilen. Sollen wir ihn ein bisschen so zum Lachen bringen? Das wäre vielleicht gut. Nein. Dennis, halt die Fresse. Ist der Geist, der gerade unter uns ist, ein lieber Geist? Antwortet nicht. Halt's Maul, Digga, was für lieber Geist. Ja, vielleicht sagt er nein oder ja, keine Ahnung. Sag du eine Frage. Hast du mir gerade dieses Zeichen gegeben? Ey, Digga, das Ding ist, ich spüre ehrlich, was, als würde sich das gleich bewegen und ich krieg schon Angst. Und es hat sich gar nicht bewegt. Ist der Geist, der unter uns ist, böswillig und will uns etwas antun? Hamid, Digga! Was denn? Bei meiner Mutter, das hat sich bewegt! Das hat sich nicht bewegt. Du hast es bewegt! Es hat sich nicht mal bewegt. Du hast gerade komplett Fehleinstellung. Das ist immer noch in der Mitte. Digga, ich bin nicht paranoid. Nein, es hat sich nicht bewegt. Hast du Augen offen gehabt? Walla Billa, nein. Ich hätte Augen zu. Für mich hat sich das nicht angefühlt. Hat sich nicht bewegt? Hat es sich bewegt? Man sieht's doch in der Kamera, man sieht's doch im Video. Es hat sich nicht bewegt, finde ich. Also vom Gefühl her. Komm jetzt einmal, Bruder, bevor der Geist weggeht. Geist, wenn du uns siehst, twerk ein bisschen. Ist der Geist, der unter uns ist, ein Junge? Bruder, ich schwöre, ich krieg Angst. Ich krieg so Angst. Sag du eine Frage. An den Geist, nee, wenn hier ein Geist ist, und ich weiß, du bist hier irgendwo, willst du mir was antun? Okay, er mag mich, wir sind Brüder. Ich küsse deinen Kopf, wenn du irgendwo hier bist. Der Geist, der unter uns ist, möchtest du uns eine Nachricht übermitteln?
Egal, was du uns sagen willst, wir können es an die Außenwelt tragen. Oder ich führe, ich krieg Angst, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, um ehrlich zu sein. Sollen wir dieses Ding danach hier für immer und ewig vergraben? Ich will es auf jeden Fall nicht mit nach Hause. Ich nehm's nicht mit nach Hause. Verlierer tut es heute Abend unters Kopfkissen. Nein, Verlierer von was? Das Ding ist, es gibt halt wirklich so ein Ding, wenn sich das bewegt hat, dann liegt da quasi ein Fluch drauf und der das mitnimmt, nimmt den Geist mit. Niemals. Doch, bei Gott. Nice. Es hat sich gerade bewegt. Ihr glaubt mir das gar nicht, ne? Aber ich habe keine Angst so richtig, weil ich find's so lustig. Ich glaube, das war so unterbewusst. Was für eine Challenge? Ich würde sagen, der ältere Abi nimmt das heute mit. Hä? Er sagt, meine Challenge, wer verliert und der ältere muss mitnehmen. Ja, der Jüngere, die Challenge geht so, wer ist älter? Das ist keine gute Challenge. Ich weiß was. Der mehr Chilischoten isst im Auto. Wir haben im Auto noch Chilischoten. Nein. Der Verlierer muss das mitnehmen und damit schlafen. Wenn du dich nicht traust, Chili zu essen, musst du damit schlafen. Ja. Komm. Ist dieses Chili scharf? Ich will jetzt eh weg. Ich will eh weg. Ja, ist scharf. Ich will weg. Wer mehr isst? Da. Sind das echte Chilischoten? Ja. Chili, rot, getrocknet. Ready? Immer nacheinander. Digga, wie lang sind die? Hä? Sind die sehr scharf? 3, 2, was machst du da? Warte, sind die sehr scharf? Essen. Du darfst es nicht runterfallen lassen, diese Sesamteile. Sind die scharf? Ja. 1 bis 10? Let's go. Alles. Ist okay. Oh mein Gott, mein Rachen. Oh mein Gott. Oh. Hast du den zweiten gegessen? Ich geb auf. Nimm mal bitte. Ey. Walla, Billa, das ist brutal scharf. Ey, Walla. Ich geb auf. Hau mir in die Tasche. Ist da noch was zu trinken drin? Oh Gott. Oh. Nein. Schnell, komm rein. Bei meiner Mutter, das ist so scharf, ich kann nicht mehr reden. Ey, das knallt richtig rein. Na, schnell fahren. Das war's mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen nach oben da. Bruder, beendet einfach das scheiß Video.